Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute gibt's Brot, aber es wird ein Beilagenbrot. Also was es jetzt nicht schlechter macht, aber es wird nämlich ein Mozzarella-Fladenbrot und im Thermomix gemacht, aber wie immer nicht nötig. Kann man auch mit jeder anderen Küchenmaschine machen. Bei mir ist im Hintergrund nämlich schon der Backofen an. Da backe ich gerade einen Kuchen und ja, das wird zwar nicht nahtlos ineinander übergehen, weil der Teig dann eine Stunde gleich gehen muss, aber der Backofen ist auf alle Fälle dann schon mal heiß und dann muss ich nicht wieder von vorne mit dem Aufheizen beginnen. Und deswegen, ja, ich sehe immer zu, dass das so passt in der heutigen Zeit mit dem Energiesparen. Und das wird bei mir eine Beilage für eine Suppe. Ja, also es geht los. Und zwar mit 125 Gramm Milch. Bei mir ist das Hafermilch. Hey, das passte mal. Aber nur, weil ich hier schon eine neue stehen habe. Sonst hätte das nicht gepasst. Da bin ich mir ganz sicher. Dann 45 Gramm Butter. Die Butter, die bei mir Margarine ist, muss ich ehrlich gestehen. Und 11 Gramm Hefe. Also wirklich nicht viel, aber. Also ich habe mir das zu spät überlegt, sonst hätte ich das auch in Kältegärung gemacht, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich keinen Platz im Kühlschrank hatte. Und deswegen ist es heute mit der Wärmegärung. Und Zucker, also wirklich nur ganz wenig, hier kommt ganz wenig raus, ja, also nicht erschrecken. 2 Gramm. Wenn man wegen sowas überhaupt noch erschrecken würde. Wir sind ja alle hart im Leben mittlerweile. Und das wird jetzt für 3 Minuten auf 37 Grad, nicht höher, damit die Hefe nicht stirbt, auf Stufe 2 erhitzt und die Hefe soll sich schon mal auflösen. Hinzu kommt 250 Gramm Mehl, das ganz normale 405er, und ein Ei. Und ungefähr ein Teelöffel Salz. Und das wird auf der Teigknetstufe für 5 Minuten durchgeknetet. Die 5 Minuten sind rum und das ist ein sehr klebriger Teig. Also sehr flüssig, sagen wir es mal besser so. Den lasse ich also in die Schüssel fließen. So sieht es also aus. Das decke ich nur mit dem Tuch ab. Und das stelle ich jetzt zum Muffel ins Warme. Und also er legt mich schon wieder unter der Decke. Ja, der weiß, was gut ist. In einer Stunde gucken wir mal, was hier raus geworden ist. Ich muss sagen, nach einer Dreiviertelstunde habe ich ihn jetzt rausgenommen. Der sieht richtig fluffig aus. Da sieht man auch so Bläschen, dass der bereits gegangen ist. Ich will es einfach noch eine Viertelstunde hier auf dem Stein gehen lassen. Und deswegen bei mir eine Dreiviertelstunde hat jetzt erstmal gereicht. Und ich backe es ja hier auf meiner White Lady. Kann man aber natürlich auch auf dem Backblech. Da die noch nicht so eine gute Patina hat, kommt kostbarstes Öl drauf. Und ich verteile mir das. Also wie gesagt, der ist flüssig. Und ich verteile mir das jetzt hier auf den Stein. Und ich mache mir die Hände feucht und. Ach, das ist richtig fluffig. Und ja, verteile mir das jetzt so auf den Stein. Und mit feuchten Händen geht es besser, dass es nicht so klebt. Ich werde nicht den gesamten Stein damit bedecken. Aber da gilt ja die Regel bei den Pempatschew-Steinen, dass irgendwie 3/4 bedeckt sein muss. Und das kommt bei mir jetzt auch so hin. Also, ich würde mal sagen, 30 cm Durchmesser. Und ich bestreue mir das jetzt schon mal mit Oregano und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und lasse das jetzt einfach noch mal eine Viertelstunde einfach hier mit dem sauberen Tuch immer noch abgedeckt stehen, also ungefähr eine Viertelstunde. Und dann kommt nämlich nur noch der Mozzarella drüber. Das sind 2 Kugeln, die ich mir bereits in Streifen geschnitten habe. Und das kommt drüber.
Ja, der Backofen wird auf 180 Grad Ober-Unterhitze wegen des Steins. Wenn ihr das auf dem Blech macht, dann macht ihr das auf mittlerer Schiene, 160 Grad Heißluft. Wegen des Steins muss ich da ein bisschen höher gehen, und zwar 180 Grad auf der untersten Schiene und bei Ober-Unterhitze. Es hat noch mal ungefähr 10 Minuten, habe ich ihm jetzt gegeben. Und jetzt verteile ich hier meinen Mozzarella. Also ich möchte, dass es das auch richtig schön saftig mit viel Käse ist, aber wer möchte, kann natürlich weniger. Also das würde auch, eine Kugel würde auch reichen, aber bei mir soll es ein Mozzarella-Fladenbrot werden. Das ist jetzt also fertig. Das geht in den Backofen, der auch gleich vorgeheizt ist. Also es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Also auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und es soll 25 Minuten eigentlich backen, um Strom zu sparen. 20 Minuten stelle ich mir ein, dann schalte ich aus und lasse es nochmal 5 Minuten im Backofen. Und ihr macht, wie ihr das wollt. Ihr könnt es dann auch 25 Minuten auch backen, gerade wenn ihr vielleicht danach noch irgendwie was anderes backen wollt, wo er jetzt nicht erst abkühlen soll, der Backofen. Also nach 20 Minuten sieht es so aus, das ist jetzt noch ein bisschen blass, aber das ist egal. Ich lasse es jetzt einfach drin. Bei mir im Hintergrund bereite ich gerade die Suppe zu. Deswegen, ich lasse es einfach im Backofen jetzt noch drin, und da ist ja immer noch 180 Grad drin. Also jetzt sind 5 Minuten noch rum, und da sieht man auch, wie das jetzt richtig schön noch gebräunt ist. Also ich warte jetzt noch ein paar Minuten und dann kann das ja auch raus. Und während meine Suppe hier auch schon gleich fertig ist, kann ich mir jetzt schon mal hier mein Mozzarella-Fladenbrot lösen. Und ich schneide mir das hier schon mal in Tortenstücken. Jetzt soll es aber natürlich hier noch die Geschmacksprobe geben. Also, wie gesagt, es sieht jetzt grundsätzlich aus wie eine Pizza. Ich habe neulich ja auch schon mal so eine ähnliche Geschichte gemacht, aber ich finde, das jetzt von der Verarbeitung war so einfach und schnell. Also das gefällt mir auch richtig gut. Und vor allen Dingen, es ist diesmal nicht wie bei dem letzten Rezept, was wirklich sehr gut geschmeckt hat, aber da war es eher so pizzaartig, dass es so runterhing. Und in dem Fall ist es wirklich, dass es so ein Beilagenbrot ist, was jetzt auch nicht so runterhängt. Also, köstlich, köstlich, köstlich. Wie schön, wenn wir wenigstens noch Freude am Essen haben, ne? Ja, und die Freude lasse ich mir nicht nehmen. Ich kann jetzt gleich den Besuch empfangen. Die Suppe ist schon fertig. Das Brot ist perfekt lauwarm jetzt dazu. Dazu noch ein Glas Wein. Und da sind wir alle glücklich und zufrieden. Also, ich kann es euch aufschreiben. Kann es euch total empfehlen. Und natürlich geht es auch ohne Thermomix, wie immer. Und auch ohne diesen Stein, den ich ja schon. Ich wollte gerade auf den Stein zeigen, aber es ist der Teller. Ja, geht natürlich auch auf dem Backblech, und dann einfach nur die Temperatur anpassen. Also, absolute Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!